Und ich sage dir, diejenigen, die immer schon vorher alles wissen, das sind die Schlimmsten. Ja, lieber Elvis, und ich sage dir, du spinnst. So ein bisschen Neugier, gerade bei so einem Fest. Das ist überhaupt das Spannendste. Das braucht man einfach fürs Leben, weißt du? Ich brauche sowas. Hm? Oh, du, guck mal. Ja, was ist denn? Da drüben, wir sind auf Sendung. Oh. Ja, hallo, liebe Weihnachtsfreunde am Heiligen Abend. Ja, so kurz vor der Bescherung, unser Streit, ein kleines Problem. Ja, von wegen kleines Problem. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu diesem Problem steht, aber ich bin strikt dagegen. Ja, natürlich, du bist strikt dagegen. Du gehst ja immer auf Nummer sicher. Nee, du, das hat nichts mit Nummer sicher zu tun. Aha. Hier geht's ausnahmsweise mal um Ehrlichkeit. Und Vorfreude. Ach, und was meinst du denn, worum es mir geht? Hm? Worum es dir geht? Ich bitte dich, das ist doch wohl klar. Um nackte Neugier. Miese nackte Neugier. Die beiden streiten sich schon wieder. Niemand hat Heiligabend Zeit für mich. Na gut, na schön. Dann erkläre du doch mal unseren Zuschauern, worum es uns beiden heute eigentlich geht. Na, ist doch klar. Heute um diese Uhrzeit kann man sich doch nur über das Schlüsselloch gucken. Vor der Bescherung unterhalten. Und ich find's falsch. Dann nimmt man sich doch die ganze Vorfreude. Und außerdem ist das unfair gegenüber der Bescherung. Die ist dann gar keine Überraschung mehr, sondern nur noch ein blödes Auspacken von Geschenken. Tja, liebe Freunde, so sieht der Elvis das. Ich sehe das mal wieder ganz anders. Tja, ich finde das also unheimlich spannend, prickelnd, geradezu aufregend. Ne? So ein bisschen entdecken können und schnüffeln können. Typisch. Aha. Ja, und vor allen Dingen aufpassen, dass man selber nicht entdeckt wird. Und deswegen gehe ich nämlich auf Nummer sicher und gucke durch das Schlüsselloch von unserem eigenen Hüttchen hier. Ne? Also, du, ich finde, Schlüsselloch bleibt Schlüsselloch. Das ist nicht richtig. Oh ja. Was ist denn? Komm, lass mich auch mal gucken. Das lohnt sich nicht. Kein Tannenbaum, kein Lichterglanz. Schöne Bescherung, was? Gar keine Bescherung, miese Bescherung. Und das Häschen ist auch nicht da. Ach so, ja. Ja, wo ist denn der Hase geblieben? Natürlich. Ach, weißt du was? Es ist noch ein bisschen Zeit. Ich geh jetzt mal los und besorge einen Tannenbaum. Und du? Ja, und ich geh los und such das Weihnachtsbaum. Jawohl. Und ihr guckt mal. Ja, ihr guckt natürlich nicht durch Schlüsselloch, von wegen. Nee, ihr guckt. Lotta und der Tannenbaum. Das ist Lotta, ein lustiges, pfiffiges Mädchen aus Schweden. Sie ist aber auch eine Liebe. Überall hilft sie und überall wird sie natürlich auch gelobt. Und darum meint die Lotta, sie könne eigentlich schon alles. Ja, eigentlich stimmt das auch. Sie geht zum Beispiel zur Post und vergisst nichts. Sie holt die Zeitung am Kiosk, und zwar die richtige. Und sie hilft sogar putzen, zu Hause oder bei der Großmutter. Straß auf, Straß ab, kennt man sie. Man hört sie auch, weil sie immer alles genau wissen will und tausendmal fragt, warum? Der Winter in Schweden ist länger als bei uns. Und es ist auch viel kälter. Aber eins ist daran viel besser. Der Schnee bleibt länger liegen und die Kinder können viel länger Skifahren als bei uns. Die Lotta kann natürlich auch das. Und sie hat riesig angegeben, sie könne sogar schon Slalom fahren. Wichtig, du, hat der Pär gemeint. Kannst ja überhaupt erst geradeaus fahren und das noch nicht einmal im Schuss. Klar kann ich Slalom fahren und sogar ohne Stöcke, bäh. Am Adventskalender waren nur noch 3 Türchen zu, da hat Lottas Vater gesagt, es tut mir leid, dieses Jahr müssen wir ohne Christbaum Weihnachten feiern. Die Christbäume sind überall ausverkauft, sogar unten auf dem großen Marktplatz. Oh je, das war aber eine schöne Bescherung. Die Brüder und die Schwestern von der Lotta und sogar die Mutter, alle haben die Köpfe hängen lassen. Ein Weihnachten ohne Christbaum ist doch kein Weihnachten. Aber Papa, warum hast du denn nicht schon früher einen geholt? Ich hole unseren Baum doch immer erst 3 Tage vor Weihnachten. Aber diesmal gibt es zu viel Schnee im Wald. Die Holzfäller kommen fast nicht durch. Ja nun, ich kann nicht zaubern. Und gerade als die Lotta auch den Kopf hängen lassen wollte und anfangen zu heulen, ist ihr in den Sinn gekommen, dass sie vor lauter Wichtigtuerei mit dem Slalomfahren vorhin ganz vergessen hat, die Zeitung am Kiosk zu holen. Und der Vater will doch nach dem Essen immer die Zeitung lesen. Also hat sie gefragt, ob sie nochmal schnell rausgehen dürfe. Sie hat den Schlitten geholt und ist losgefahren. Die Straße vor Lottas Haus ist nämlich nicht gepflastert worden. Und kein Auto darf dort fahren. So können die Kinder natürlich prima Schlitten fahren und spielen. Oder eben, wie die Lotta, zum Kiosk fahren, um die Zeitung zu holen. Der Kiosk gehört Frau Blomgren und die Tankstelle nebenan ihrem Mann.
Die Frau Blomgren dachte schon, die Lotta hätte die Zeitung heute vergessen. Aber Lotta hat ihr dann schon erzählt, warum es heute so spät geworden sei. Du, Lotta, sieh einmal zur Tankstelle rüber. Ja, was stand denn da? Ein ganzer Wagen voll Christbäume. Da ist doch ganz bestimmt einer für uns dabei, hat die Lotta gedacht. Schnell ist sie zum Fahrer gerannt und hat ihn gefragt, Sie, könnten Sie mir nicht einen Christbaum verkaufen? Nein, die sind alle bestellt. Die müssen nach Stockholm. Alle zusammen? Haben Sie nicht einen einzigen über? Nichts ist gewesen. Der Fahrer hat nur noch böse gebrummt. Da könnte ja jeder kommen. Die Lotta hat gebettelt und ihm ihre letzte Mark angeboten. Aber es hat nichts genützt. So geh jetzt aus dem Weg. Ich muss losfahren. Da hat auch die Lotta geheult. Das gibt's doch nicht, einen Weihnachten ohne Christbaum. Und eine ganze Wagenladung fährt an einem vorbei. Und man bekommt nicht ein einziges kleines Bäumchen. Wütend hat sie dem Lastwagen nachgeschaut. Der Fahrer ist auch wütend gewesen und ist viel zu schnell in die Kurve gefahren. Die Lotta aber ist ehrlich gewesen und hat ihm nachgerufen, Sie, Sie haben einen Baum verloren. Halten Sie doch. Aber der Fahrer ist weitergefahren. Da hat der Herr Blomgren gesagt, na los, nimm schon den Christbaum, schnell, sonst fahren Autos drüber. Das wäre ja schade. Komm, wir binden ihn fest an, sonst verlierst du ihn am Ende noch. Seht sie an, die Lotta. Der Schalk saß ihr schon wieder im Nacken. Ja, ja, das stimmt schon. Die Lotta kann einfach alles. Sie hat sogar einen Christbaum heimgebracht, auch wenn man in der ganzen Stadt eigentlich keinen mehr bekommen konnte. Die daheim brauchten nicht mehr lange weiter zu weinen. He, hört doch mal auf zu heulen. Kommt mal raus und seht, was ich auf dem Schlitten habe. Kein Wort mehr haben die herausgebracht, wie sie das gesehen haben. Auch der Vater hat gemeint, so einen prächtigen schönen Baum hätten sie noch nie gehabt. Und wie gut das duftete, so frisch aus dem Wald. Natürlich musste dieser Baum auch ganz besonders prächtig geschmückt werden. Alle waren ganz eifrig bei der Arbeit und haben gelacht und geredet. Nur die Lotta nicht. Sie hat über etwas nachdenken müssen. Ich kann eigentlich schon alles. Also fast alles. Außer Slalom fahren. Wo das Häschen nur ist. Oh, da brennt ja Licht. Und die Tür ist offen. Wer mag da wohl drin sein? Also, ich traue mich da ehrlich gesagt nicht alleine rein. Spencer! Spencer! Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Die Kleidung warm, der Kälte wegen, denn jetzt gibt's Schnee und keinen Regen. Selbst Hände werden warm beschuht, der Kopf bedeckt mit Fell und Hut. Und auch die Füße sollen leben, drum soll es Schuh gefüttert geben. So eingepackt hält man es aus, auch außer Haus. Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Die Tiere, die jetzt draußen sind, in tiefem Schnee und Frost und Wind, darf man im Winter nicht vergessen. Sie finden nämlich nichts zu fressen. Wo die Natur den Tisch sonst deckt, ist alles unterm Schnee versteckt. Doch wenn wir ihnen Futter geben, bleiben sie am Leben.
Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es so weit. Tja, Leute, was, da hätte ich mich ja beinahe böse reingeritten. Ich rede die ganze Zeit von Weihnachten und Geschenken und Tipps und Tricks. Und dann vergesse ich alles. Oh. Ja, was gibt's denn? Da ist der Hase drin. Das Häschen, ja. Hast du Angst? Komm, ich geh mit. Tja, nun frisst mal schön. Och, das müsste euch ja heute besonders gut schmecken. Zur Bescherung, hm? Mir würde das Weihnachtsessen mit Spencer und Elvis und dem geschmückten Tannenbaum jetzt auch Spaß machen. Aber die haben ja keine Zeit für mich. Und einen Tannenbaum habe ich auch nicht im Haus gesehen. Ach, armes Weihnachten. Hallo. Oh, ihr hier? Ja, da staunst du, was? Wir werden doch unseren Kleinsten nicht im Stich lassen. Aber oh, das finde ich sehr nett von euch. Aber zu einer richtigen Bescherung fehlt immer noch ein Tannenbaum. Ach so. Ja. Und unser Weihnachtsessen wäre jetzt auch sehr schön. Das gehört doch dazu. Tja, mein Lieber, da musst du nicht traurig sein. Also was den Baum angeht, da kann ich dich beruhigen. Rat mal, was ich hier hab. Mhm. Oh. Tja, siehst du? Aber sag mal, warum bist du eigentlich hier in den Stall gehoppelt und nicht zu Hause geblieben? Ja, eben. Weil für mich ja keiner Zeit hatte. Was? Und irgendjemand musste ja auch an die Tiere denken. Hm. Na, und darum habe ich erstmal hier mit meinen Freunden Bescherung gefeiert. Aber wir sind doch auch deine Freunde. Ja, also eben. Hm. Und wir wollen jetzt nämlich mit dir Weihnachten feiern. Und natürlich auch mit deinen Freunden hier. Schön. So ganz wild romantisch. Oh. Und das Weihnachtsessen? Ach so, ja, das Weihnachtsessen. Hm. Das gibt's natürlich später zu Hause. Hm. Tja, Freunde, jetzt hoffe ich auch, dass ihr bald Bescherung habt. Ja, und an die Tiere draußen denkt. Frohe Weihnachten. Ja. Ihr guckt natürlich nicht durch Schlüsselloch, von wegen. Nee, nee, ihr guckt. Lotta und der Tannenbaum. Das ist Lotta, ein lustiges, pfiffiges Mädchen aus Schweden. Sie ist aber auch eine Liebe. Überall hilft sie und überall wird sie natürlich auch gelobt. Und darum meint die Lotta, sie könne eigentlich schon alles. Ja, eigentlich stimmt das auch. Sie geht zum Beispiel zur Post und vergisst nichts. Sie holt die Zeitung am Kiosk und zwar die richtige. Und sie hilft sogar putzen. Zu Hause oder bei der Großmutter. Straß auf, Straß ab, kennt man sie. Man hört sie auch, weil sie immer alles genau wissen will und tausendmal fragt, warum? Der Winter in Schweden ist länger als bei uns. Und es ist auch viel kälter. Aber eins ist daran viel besser. Der Schnee bleibt länger liegen und die Kinder können viel länger Skifahren als bei uns. Die Lotta kann natürlich auch das. Und sie hat riesig angegeben, sie könne sogar schon Slalom fahren. Wichtig, du, hat der Pär gemeint. Kannst ja überhaupt erst geradeaus fahren und das noch nicht einmal im Schuss. Klar kann ich Slalom fahren und sogar ohne Stöcke, bäh. Am Adventskalender waren nur noch 3 Türchen zu, da hat Lottas Vater gesagt, es tut mir leid. Dieses Jahr müssen wir ohne Christbaum Weihnachten feiern. Die Christbäume sind überall ausverkauft, sogar unten auf dem großen Marktplatz. Oh je, das war aber eine schöne Bescherung. Die Brüder und die Schwestern von der Lotta und sogar die Mutter, alle haben die Köpfe hängen lassen. Ein Weihnachten ohne Christbaum ist doch kein Weihnachten. Aber Papa,
Warum hast du denn nicht schon früher einen geholt? Ich hole unseren Baum doch immer erst 3 Tage vor Weihnachten. Aber diesmal gibt es zu viel Schnee im Wald. Die Holzfäller kommen fast nicht durch. Ja nun, ich kann nicht zaubern. Und gerade als die Lotta auch den Kopf hängen lassen wollte und anfangen zu heulen, ist ihr in den Sinn gekommen, dass sie vor lauter Wichtigtuerei mit dem Slalomfahren vorhin ganz vergessen hat, die Zeitung am Kiosk zu holen. Und der Vater will doch nach dem Essen immer die Zeitung lesen. Also hat sie gefragt, ob sie nochmal schnell rausgehen dürfe. Sie hat den Schlitten geholt und ist losgefahren. Die Straße vor Lottas Haus ist nämlich nicht gepflastert worden und kein Auto darf dort fahren. So können die Kinder natürlich prima Schlitten fahren und spielen oder eben, wie die Lotta, zum Kiosk fahren, um die Zeitung zu holen. Der Kiosk gehört Frau Blomgren und die Tankstelle nebenan ihrem Mann. Die Frau Blomgren dachte schon, die Lotta hätte die Zeitung heute vergessen, aber Lotta hat ihr dann schon erzählt, warum es heute so spät geworden sei. Du, Lotta, sieh einmal zur Tankstelle rüber. Ja, was stand denn da? Ein ganzer Wagen voll Christbäume. Da ist doch ganz bestimmt einer für... Ich sage dir, diejenigen, die immer schon vorher alles wissen, das sind die Schlimmsten. Ja, lieber Elvis, und ich sage dir, du spinnst. So ein bisschen Neugier, gerade bei so einem Fest. Das ist überhaupt das Spannendste. Das braucht man einfach fürs Leben, weißt du? Ich brauche sowas. Hm? Oh, du, guck mal. Ja, was ist denn? Da drüben, wir sind auf Sendung. Oh, ja, hallo, liebe Weihnachtsfreunde am Heiligen Abend. Ja, so kurz vor der Bescherung, unser Streit, ein kleines Problem. Ja, von wegen. Ein kleines Problem. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu diesem Problem steht, aber ich bin strikt dagegen. Ja, natürlich, du bist strikt dagegen. Du gehst ja immer auf Nummer sicher. Hm? Nee, du, das hat nichts mit Nummer sicher zu tun. Aha. Hier geht's ausnahmsweise mal um Ehrlichkeit und Vorfreude. Ach, und was meinst du denn, worum es mir geht? Hm? Worum es dir geht? Ich bitte dich, das ist doch wohl klar. Um nackte Neugier. Neugier. Die beiden streiten sich schon wieder. Niemand hat Heiligabend Zeit für mich. Na gut, na schön. Dann erkläre du doch mal unseren Zuschauern, worum es uns beiden heute eigentlich geht. Na, ist doch klar. Heute um diese Uhrzeit kann man sich doch nur über das Schlüsselloch gucken. Vor der Bescherung unterhalten. Und ich find's falsch. Dann nimmt man sich doch die ganze Vorfreude. Und außerdem ist das unfair gegenüber der Bescherung. Die ist dann gar keine Überraschung mehr, sondern nur noch ein blödes Auspacken von Geschenken. Tja, liebe Freunde, so sieht der Elvis das. Ich sehe das mal wieder ganz anders. Tja, ich finde das also unheimlich spannend, prickelnd, geradezu aufregend. Ne? So ein bisschen entdecken können und schnüffeln können. Typisch. Ja, und vor allen Dingen aufpassen, dass man selber nicht entdeckt wird. Und deswegen gehe ich nämlich auf Nummer sicher und gucke durch das Schlüsselloch von unserem eigenen Hüttchen hier, ne? Also, du, ich finde, Schlüsselloch bleibt Schlüsselloch. Das ist nicht richtig. Oh, ja. Was ist denn? Komm, lass mich auch mal gucken. Das lohnt sich nicht. Kein Tannenbaum, kein Lichterglanz. Schöne Bescherung, was? Gar keine Bescherung, miese Bescherung. Und das Häschen ist auch nicht da. Ach so, ja. Ja, wo ist denn der Hase geblieben? Natürlich. Ach, weißt du was? Es ist noch ein bisschen Zeit. Ich geh jetzt mal los und besorge einen Tannenbaum. Und du? Ja, und ich gehe los und suche das Weihnachtsbaum. Jawohl. Ja, und ihr guckt mal. Ja, ihr guckt natürlich nicht durch Schlüsselloch, von wegen. Nee, ihr guckt. Lotta und der Tannenbaum. Das ist Lotta, ein lustiges, pfiffiges Mädchen aus Schweden. Sie ist aber auch eine Liebe. Überall hilft sie und überall wird sie natürlich auch gelobt. Und darum meint die Lotta, sie könne eigentlich schon alles. Ja, eigentlich stimmt das auch. Sie geht zum Beispiel zur Post und vergisst nichts. Sie holt die Zeitung am Kiosk, und zwar die richtige. Und sie hilft sogar putzen, zu Haus oder bei der Großmutter. Straß auf, Straß ab kennt man sie. Man hört sie auch, weil sie immer... Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Die Kleidung warm, der Kälte wegen, denn jetzt gibt's Schnee und keinen Regen. Selbst Hände werden warm beschut,
den Kopf bedeckt mit Fell und Hut. Und auch die Füße sollen leben, drum soll es Schuh gefüttert geben. So eingepackt hält man es aus, auch außer Haus. Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Die Tiere, die jetzt draußen sind, in tiefem Schnee und Frost und Wind, darf man im Winter nicht vergessen. Sie finden nämlich nichts zu fressen. Wo die Natur den Tisch sonst deckt, ist alles unterm Schnee versteckt. Doch wenn wir ihnen Futter geben, bleiben sie am Leben. Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Tja, Leute, was, da hätte ich mich ja beinahe böse reingeritten. Ich rede die ganze Zeit von Weihnachten und Geschenken und Tipps und Tricks. Und dann vergesse ich alles. Oh. Ja, was gibt's denn? Da ist der Hase drin. Das Häschen, ja. Hast du Angst? Komm, ich geh mit. Tja, nun fresst mal schön. Och, das müsste euch ja heute besonders gut schmecken. Zur Bescherung, hm? Mir würde das Weihnachtsessen mit Spencer und Elvis und dem geschmückten Tannenbaum jetzt auch Spaß machen. Aber die haben ja keine Zeit für mich. Und einen Tannenbaum habe ich auch nicht im Haus gesehen. Ach, armes Weihnachten.